Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Kapitalmarktdialog, Konjunktur, Märkte, Portfolio. Über jedes einzelne dieser Themen könnte man im aktuellen Umfeld stundenlang sprechen. Wir haben wieder probiert, Ihnen die wichtigsten Aspekte aus der täglichen Beratungspraxis mit unseren Kunden mitzubringen, respektive natürlich auch Themen, die wir mit Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften diskutieren. Und so, dass wir auch wieder heute die Möglichkeit haben, alle Themen hier entsprechend durchzugehen. Sie können jederzeit die Möglichkeit der Software nutzen, um entsprechend Fragen zu stellen. Auch die heutige Online-Konferenz wird aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, nutzen Sie gerne die Möglichkeiten jetzt oder auch am Ende der Konferenz entsprechend Ihre Fragen hier zu positionieren. Wir steigen ein mit den Marktentwicklungen. Das ist natürlich die Basis, um das aktuelle Umfeld zu beurteilen. Was genau haben denn die Vermögenspreise aus der Vielzahl an News, an Informationen und Diskussionen gemacht? Und wir steigen hier erstmal sehr allgemein ein, indem wir auf die Entwicklung der wichtigsten Vermögensklassen in den vergangenen 12 Monaten blicken. Wir sehen, auf diesen Zeitraum war Gold seit langem mal wieder mit einer starken Performance in US-Dollar gerechnet, hier 19,63%, die stärkste Anlageklasse. Wir sehen hier in Gelb dargestellt Aktien USA, also der Aktienmarkt, der sich seit der Finanzkrise im relativen Vergleich mit europäischen Aktien, aber auch asiatischen Märkten am stärksten entwickelt hat. Da sehen wir einen schönen Anstieg im Kalenderjahr 2019 und zuletzt eben hier diese massive Bewegung nach unten. Und Sie können es auch sehr schön sehen, dass auch Aktienwelt, die auch zu rund 60% in nordamerikanischen Aktien investiert sind, entsprechend nach unten abgeklickt sind. Gleiches gilt für Aktien Europa, die jetzt sogar in der Gesamtjahresbetrachtung auf Sicht von 12 Monaten im Minus sind. Aktienschwellenländer, diese haben langfristig aktuell die höchsten Gewinnerwartungen, wenn man sich die zyklusgeglätteten Kursgewinnverhältnisse anschaut. Also die hier kurzfristig mit der schwächsten Entwicklung, langfristig kommen viele Prognosemodelle dazu, dass wir auf Sicht von 10 Jahren nach vorne hier die attraktivsten Renditen erwarten dürfen. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass wir bei den taktischen Perspektiven, die auf die kurzfristige Marktentwicklung schauen und den langfristigen strategischen Aspekten hier durchaus auseinanderfallen, eben der verschiedenen Entwicklung haben. Überraschend mit Sicherheit hier dieses lilane Bild, also das sind globale Anleihen, Euro-Hedged, also hier sind schon rund 3% Hedging-Kosten per anno drin, also dementsprechend nach 7 Monaten rund, ja, was kann man sagen, 1,8% Hedging-Kosten hier entsprechend vertreten, aber auch nach diesen Absicherungskosten, Sie können sehen, positiver Ergebnisbeitrag von 6,07%, also das ist doch etwas, was die meisten Marktteilnehmer durchaus überraschen durfte, weil wenn wir uns die Einkaufsrenditen am Anleihemarkt am 1.1. dieses Jahres angeschaut haben, dann war diese Entwicklung natürlich nicht zu erwarten und das etwas, was wir bei den Anleihen ja in den letzten Jahren häufig wahrnehmen durften. Die Skepsis der Marktteilnehmer war deutlich größer als das, was die Anleihemärkte dann geliefert haben, also das wirkliche sehr überraschend positiv. Was noch ein interessantes Thema ist, was aus meiner Perspektive vollkommen übersehen wird, ist, dass wir eine Entwicklung haben, die momentan trendfolgende Strategien, also Strategien, die lange Zeit sehr populär waren, aber in den letzten 6 bis 7 Jahren sehr schwache Ergebnisse gebracht haben, weil sie vielleicht nicht mit den unkonventionellen Maßnahmen der Notenbanken Schritt halten konnten, eigentlich eine langweilige Wertentwicklung liefern konnten. Diese Trendfolger, da sehen Sie mal ein ausgewähltes Exemplar, also hier ein guter Vertreter seiner Zunft, der aber auch bei vielen Anlegern in Deutschland entsprechend vertreten ist, gegenüber einem globalen Aktien-ETF. Beide Positionen hier entsprechend währungsgesichert, damit wir auch entsprechend das Währungskonkurrent korrekt vergleichen können. Und da sehen Sie, lange Zeit hatten die Aktien im Endeffekt auch die Nase vorne. Sie können das hier so sehen, für einen 5-jährigen Anlagehorizont, da waren Aktien hier oben, die Trendfolger waren da unten. Noch dazu die Aktien sehr einfach abbildbar über günstige Indexfonds, diese Trendfolger eher mit höheren Kosten belastet. Also das war wirklich uninteressant, überhaupt keine Relevanz mehr in den Medien und auch zunehmend aus den Portfolios verbannt. Und wenn wir uns das nun anschauen, nach der Entwicklung in den vergangenen Monaten, müssen wir konstatieren, dass sich eben die globalen Aktien hier nach unten entsprechend bewegt haben, die Trendfolge entsprechend nach oben, sodass man hier wirklich ganz klar festhalten muss, dass wir auf Sicht von 5 Jahren, ich glaube, das ist ein durchaus repräsentativer Anlagehorizont für einen klassischen Anleger, sehen wir, dass diese trendfolgenden Strategien hier sogar besser waren als der globale Aktienmarkt. Also ich glaube, das ist ein
interessantes Thema und ich bin mir sicher, dass Sie hier auch in den nächsten Monaten noch das ein oder andere in der Presse finden werden. Wir werden auch dazu jetzt das ein oder andere publizieren und dann findet ja doch so etwas meistens auch seinen Niederschlag entsprechend in den breiteren Medien. Ansonsten die Kehrseite der Medaille der extrem stark gestiegenen Kurse bei Anleihen, das sind natürlich die Renditen, auch das werden Sie in den Medien mittlerweile verfolgt haben. Sie sehen ja insbesondere auch die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen in dunkelblau dargestellt, minus 0,009%, also das ist wirklich ein historisch einmaliges Niveau. Bundesanleihen 10-jähriger Laufzeit, minus 0,51%. Und wenn wir uns diese Zinsstrukturkurven anschauen und auch den Anlagenotstand am Anleihemarkt, seien es sehr gute Bonitäten von Unternehmensanleihen, seien es eher die schwächeren Bonitäten, da haben wir mittlerweile sogar einzelne Namen aus dem Hochzinsanleihesegment, die im negativen Bereich notieren. Also der Anlagenotstand im Euro-Rentenmarkt auf einem brutalen Niveau. Wir sehen hier sehr, sehr niedrige, respektive sogar negative Renditen. Das ist natürlich sehr schwer für alle, die Geld anlegen müssen. Zum Teil sieht man Banken, die sich nun im Immobilienbereich engagieren, die früher einfach Staatsanleihen gekauft hätten. Wir sehen entsprechend in der zinsbasierten Altersvorsorge bei Kapitalsammelstellen, wie Pensionskassen, sehen wir erhebliche Probleme. Also das Thema Zinsen, das ist wirklich ein extremes Thema, was wir momentan an den Kapitalmärkten sehen. Und dieser Anlagenotstand, der führt natürlich zu teilweise ja abstrusen Bewertungen in den zinsnahen Segmenten. Und ob das alles gut ausgeht, das will ich hier nicht abschließend beurteilen, aber ich würde doch eher damit rechnen, dass die aktuelle Situation zu finanziellen Fehlentscheidungen führt, weil man eben im Angesicht dieses Anlagenotstands vielleicht gewisse Risiken übersieht oder vielleicht auch im Vertrauen auf eine anhaltende Liquiditätsflut Preise bezahlt, die ökonomisch gesehen nach vorne hin sehr, sehr niedrige, respektive vielleicht sogar negative Ertragserwartungen nach sich ziehen. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass wenn Sie momentan sich finanzieren möchten, weil Sie eine Immobilie erwerben, sei es zur Eigennutzung oder zu vermieteten Aspekten, also zu Zwecken der Kapitalanlage, momentan ein ja, herausragendes Umfeld. Man kann es gar nicht sagen. Ich habe gerade selbst für einen Kunden eine Finanzierung gerechnet, ungefähr 50% Eigenkapital, 50% Fremdkapital, 20 Jahre Zinsfestschreibung, also wirklich eine fixe Zinsbindung für 20 Jahre, 10% Sondertilgung, der Effektivzins liegt bei 1,19%. Also wirklich extrem. Und dementsprechend, das unterstützt natürlich momentan noch den Immobilienmarkt, wobei wir hier von unseren Kunden und auch von vielen Maklern doch auch hören, dass im Kapitalanlagebereich nicht mehr jeder Preis bezahlt wird, dass hier doch etwas mehr gerechnet wird, weil man Angst vor zu hohen Preisen hat und auf der anderen Seite eben die Selbstnutzer vielleicht noch eher bereit sind, etwas höhere Aufschläge zu zahlen. Also wirklich das ganz extrem, man liest es immer mal wieder in den Medien, aber denken Sie das einfach mal durch, was das für die eigene Altersvorsorge bedeutet, was das für die Zinskalkulation bedeutet, sofern Sie privat krankenversichert sind, welche Schlussfolgerungen für die private und betriebliche Altersversorgung hier nochmal zu treffen sind. Also das ist wirklich eine extreme Entwicklung, die wir hier sehen und das wird noch für viele Schlagzeilen und auch gesellschaftspolitische Diskussionen sorgen. Auf der anderen Seite, auch das eine interessante Grafik, die habe ich von HQ Trust geklaut, respektive natürlich die Quelle steht ja drunter, also dementsprechend Head-Tipp hier an die Kollegen. Also es gibt seit geraumer Zeit gibt es einen Index, den Bloomberg Global Aggregate. Das ist eigentlich der normale Anleiheindex, quasi der DAX des globalen Anleihemarktes. Und dort hat man mittlerweile sogar die negativ rentierlichen Anleihen auch zusammengefasst. Und die haben mittlerweile einen Market Value, also ein Volumen in Milliarden US-Dollar gerechnet. Sie sehen das in blau dargestellt an der linken Skala. Da sind wir momentan irgendwo bei rund 14 Billionen, momentan vielleicht sogar Richtung 15 Billionen, also das extrem. Und dann sehen Sie hier in der anderen Farbe entgegengestellt den Goldpreis in Euro pro Unz. Und da sieht man doch einen relativ ordentlichen statistischen Zusammenhang, sofern man ihn dann sehen möchte. Also sprich, wenn ich für Anleihen ohnehin keine Rendite mehr bekomme oder vielleicht sogar Zinsen entsprechend ja zahlen muss, wie ja dieser negativ verzinste darstellende Index das hier darstellt, dann gehe ich eben auch in Gold. Bei Gold habe ich auch keinen Zins, aber habe vielleicht noch einen gewissen Inflationsschutz, habe vielleicht auch einen gewissen Schutz vor Instabilitäten im Finanzsystem oder auch vor möglichen geopolitischen Aspekten. Also ob diese offensichtliche Gleichlauf, diese Korrelation auch in der Zukunft so gegeben sein wird, das will ich hier nicht pauschal annehmen, aber es zeigt doch sehr, sehr stark, in was für einem Umfeld wir uns momentan bewegen.
Das Zwischenfazit, hier können wir ganz klar festhalten, wir hatten ein sehr schwaches Kalenderjahr 2018, fast alle notierten Vermögensklassen mit negativer Wertentwicklung. Das Kalenderjahr 2019 hat sich bis Mitte Juli auf einem sehr starken Niveau gezeigt. Die Anleihen mit einer ja fast unglaublichen Entwicklung. Wir haben alle quasi ausstehenden Bundesanleihen mit negativer Verzinsung, bei den Schweizern das Gleiche. Einzelne Länder haben jetzt 100-jährige Anleihen begeben und. Also wirklich ganz dramatisch diese Entwicklung, die wir hier sehen. Aber behalten wir mit dem Hinterkopf, dass diese kurzfristig erfreulichen Renditen, die belasten natürlich die zukünftigen Wertentwicklungen. Also denken Sie immer dran, wenn Sie sich Anleihen betrachten oder auch Anleiheindizes oder auch die Kennzahlen von aktiv gemanagten Anleihefonds, dann schauen Sie hier nicht nur auf die Coupons, schauen Sie bitte auch auf die laufenden Renditen, schauen Sie auf das Thema Yield to Burst und Ähnliches. Also die Vergangenheit ist ja mit Sicherheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und auch die Coupons sind es nicht. Da muss man schon deutlich genauer hinschauen. Gold, wir haben es ja gesehen, endlich mal wieder mit einer starken Entwicklung, hat auch einen Nutzen im Portfolio-Kontext gezeigt, also konnte seine Rolle als Diversifikator, also als risikodiversifizierendes Element endlich mal wieder ausspielen, nachdem ja jahrelang hier quasi überhaupt nichts passiert ist. Also das durchaus sehr positiv und unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit, diese verschmähten Anlageklassen. Ich habe jetzt hier mal die Trendfolger herausgepickt. Also sprich, verschmäht war alles, was nicht wirklich sehr günstig und transparent ist. Die haben sich zum Teil stark erholt, sogar auf gewisse Betrachtungszeiträume sich stärker entwickelt als der globale Aktienmarkt, der ja ohnehin ja beispielsweise besser ist als Aktien Europa oder eben auch der DAX oder auch die Emerging Markets. Also das ist schon eine ganz interessante Tendenz, die, glaube ich, ein ganz guter Indikator auch für die Portfoliokonstruktion nach vorne ist. Einfach nur darauf zu setzen, dass Vermögenspreise weiter steigen und einfach die drei Märkte zu kaufen, die die letzten 12, 18 oder 24 Monate am besten waren. Ich glaube, das wird nicht die Strategie sein, die für die Zukunft die effizienteste sein wird. Konjunktur, Handelskonflikt und Währungskrieg. Ich glaube, diese drei Themen muss man momentan auch vernetzt betrachten, weil sie haben natürlich immer direkte Wechselwirkungen zwischen diesen drei Themen und ich habe auch mal die essentiellen Aspekte hier mal rausgepackt. Klar, erstmal, wir haben die Verunsicherung, wenn wir uns das Ganze für die Wirtschaftsstimmung anschauen, auf einem exorbitant hohen Niveau. Das ist ein globaler Unsicherheitsindex, der versucht, die Unsicherheit bezüglich des wirtschaftspolitischen Klimas zu messen. Man gewichtet das nach Kaufkraft und Wirtschaftsleistung, damit das auch repräsentativ ist. Und Sie sehen schon, das absolute Niveau hier im historischen Vergleich doch relativ hoch. Und in einem solchen Umfeld fallen natürlich auch weitere Verunsicherungen und geopolitische Diskussionen, seien sie eben per Twitter oder seien sie eben am Währungsmarkt, dann auch einem fruchtbaren Boden. Klar, Deutschland, wir sind eine extrem zyklisch aufgestellte Konjunktur. Denken Sie an den Automobilbauer, den Maschinenbau, Chemie und Co. Deswegen auch der DAX 30, meines Erachtens, ein sehr, sehr schlechter Indikator, wenn Sie den nehmen wollen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo der Aktienmarkt steht. Also der DAX 30 mit Sicherheit kein vernünftiger Index, um die Börsenentwicklung zu messen, sondern da ist vielleicht eher der MSCI World ein sinnvoller Indikator, vielleicht noch gekoppelt mit ein paar Prozent MSCI World Emerging Markets, das ist doch die deutlich bessere Benchmark, also der sinnvollere Vergleichsmaßstab. Und wenn wir jetzt Deutschland eben mal betrachten für die Konjunktur, dann sehen Sie eben die IFO-Geschäftserwartungen. Sie wissen, das sind umfragebasierte Werte, die aber in der Vergangenheit ein ganz guter Indikator eigentlich für die Entwicklung des Wirtschaftswachstums waren. Und wenn wir eben diese Geschäftserwartungen nehmen, also eine der beiden Komponenten aus dem IFO-Geschäftsklimaindex, der sich aus der aktuellen Lage und den zukünftigen Geschäftserwartungen für 6 Monate zusammensetzt und wir nehmen das Wirtschaftswachstum, dann sehen wir eben, dass wir da durchaus einen gewissen statistischen Zusammenhang haben und dementsprechend, wenn Sie momentan lesen, dass die umfragebasierten Werte für eine Rezession in Deutschland sprechen, dann kommt das eben genau aus diesem statistischen Zusammenhang. Sie sehen hier eben die Erwartungskomponente des IFO-Geschäftsklima-Indizes, hier mit der starken Entwicklung eben nach unten und wir sehen eben hier in Blau die Wirtschaftsleistung, das Wirtschaftswachstum, genauer gesagt für Deutschland. Und wenn man unterstellt, dass diese statistische Zusammenhang, diese Korrelation für die Zukunft besteht, dann würde sich eben das Wirtschaftswachstum eben auch hier nach unten ins Negative verkehren. Und dann die große Frage, ob wir dann hier auch für die Jahre 2019 oder 2020 dementsprechend auch so einen hübschen braunen respektive grauen Balken sehen, der für nichts anderes steht als eben eine Rezession, also entsprechend einen Rückgang der Wirtschaftsleistung eben innerhalb des Landes, konkret eben Deutschland.
Wenn wir von der Konjunktur, die sich momentan sehr, sehr diversifiziert darstellt, was die Indikatoren betrifft, teilweise erholen sich schon wieder Indikatoren von ihren Tiefs, teilweise fallen Werte noch, also ein sehr, sehr heterogenes Bild. Ich glaube, da macht es auch gar keinen Sinn, einzelne Indikatoren momentan groß zu zeigen, weil sie werden immer einen Indikator finden oder eine Vielzahl an Indikatoren, die ihre Meinung bestätigen. Also sind sie negativ für die Konjunktur gestimmt, finden sie 100 Charts, die Ihnen belegen, dass das alles noch viel schlechter wird. Sind Sie positiv gestimmt für die Zukunft, finden Sie vielleicht auch 100, die Ihnen zeigen, dass das Schlimmste vielleicht schon zumindest kurzfristig gesehen hinter uns liegt. Also das macht keinen Sinn. Dementsprechend bleiben wir auf der globalen Verunsicherungsebene, sehen die besondere Abhängigkeit natürlich auch von Deutschland, was die globale Konjunktur angeht als Exportnation. Und hier sehen Sie ein Thema, was natürlich auch die Märkte bewegt, nachdem US-Präsident Trump entsprechend neue Zölle hier für chinesische Waren angekündigt hat, haben wir eine Abwertung des chinesischen Renminbi gesehen, also sprich der Dollar ist gegen diese chinesische Währung entsprechend aufgewertet. Und das ist natürlich eine sachlogische Folge eines Handelskrieges, wenn Sie eben die Importe eines anderen Landes in Ihr eigenes Land mit Zöllen belegen und sie dementsprechend verteuern, also die Wettbewerbsfähigkeit hier verschlechtern, dann sagt eben das exportierende Land, na gut, dann wird unsere Währung eben ein bisschen weniger wert und mit einer abschwächenden Währung, dann verbessern wir eben unsere relative Position und konterkarieren damit einen Teil der Effekte, den eben diese Handelszölle im Endeffekt bewirken sollen. Also das im Endeffekt momentan das Spielchen, was hier stattfindet, das macht es ein bisschen schwierig insgesamt in der Perspektive nach vorne, erklärt aber zum Beispiel auch, warum natürlich Donald Trump von der US-Notenbank etwas mehr erwartet, weil ja, man würde sich dementsprechend auch vorstellen, dass eine schwachere Zinsentwicklung oder die Antizipation einer anhaltenden Kaskade von Zinssenkungen in den USA würde den Dollar natürlich ceteris paribus abschwächen gegenüber anderen Währungen und dann haben sie eben wieder einen Gegenpol zu dem Spielchen, was wir hier bei den Wechselkursen sehen. Also das ist momentan das große Thema, das wird natürlich auch von den Leuten gelesen, die bei Umfragen entsprechend hier zu ihrem Verhalten für die Zukunft befragt werden, ob das die Einkaufsmanager sind, ob das Volkswirte und andere Marktteilnehmer sind, wie beim ZEW-Index oder ob das jetzt beim IFO-Geschäftsklima-Index hier entsprechende Unternehmen sind. Also das ist natürlich ganz klar, auch diese Menschen, diese Personen lesen das, was wir alle in den Zeitungen lesen und ich glaube, das ist das Umfeld, was uns momentan erhalten bleibt und das Stichwort lautet eben weiterhin eben Verunsicherung. Das heißt, die bleibt uns auf einem sehr hohen Niveau erhalten, weil die anderen Themen wie Brexit, Iran-Konflikt und Co., die bleiben natürlich uns weiterhin erhalten. Dementsprechend haben wir einen fruchtbaren Boden für weiterhin schwache Ergebnisse bei den umfragebasierten Konjunkturindikatoren. Denken Sie immer dran, da werden Menschen befragt und die lesen, was wir alle lesen. Das nährt natürlich wiederum die Skepsis, wenn man in der Zeitung liest, dass die Einkaufsmanager weiter vorsichtig werden und dann werden natürlich auch Bestellungen nach hinten verschoben, dann werden Reinvestitionen nach hinten verschoben, dann werden Ersatzinvestitionen vielleicht in einer anderen Dimension veranschlagt und das führt dann natürlich wirklich dazu, dass in der Realwirtschaft weniger Aufträge ankommen und weniger Aufträge in der Realwirtschaft führt natürlich auch zu einer abschwächenden Wirtschaftsleistung. Also die große Frage hier, sehen wir die selbsterfüllende Prophezeiung für die echte Wirtschaft, nicht nur in den sehr konjunktursensiblen Bereichen, sondern eben wirklich auch auf breiter Front. Das muss man ganz klar sagen, momentan nicht ganz absehbar und auch die Verweise darauf, dass der Aufschwung in den USA bereits historisch lange ist, das ist natürlich korrekt, aber der Anstieg, also die Stärke dieses Aufschwungs, die ist jetzt historisch jetzt nicht besonders durch eine glänzende Dynamik aufgefallen. Also von daher auch da kein klarer Indikator. Die Arbeitsmärkte, die laufen typischerweise hinterher und insbesondere die Börse stellt ja darauf ab, was in der Zukunft gehandelt wird und wie sich die Zukunft entwickelt und dementsprechend ist der Arbeitsmarkt da eher von geringerem Niveau, maximal. Natürlich führt ein enger Arbeitsmarkt vielleicht zu steigenden Löhnen könnten zu einer steigenden Inflation führen und steigende Inflation könnte dazu führen, dass die Notenbanken etwas in ihrer Argumentationskette, was die Geldpolitik in Bedrängnis geraten, aber wie gesagt, das ist momentan nicht wirklich absehbar. Kommen wir zur Geldpolitik und der Marktstimmung, auch das natürlich ein großes Thema im aktuellen Umfeld. Wir wissen, wir haben historisch einmalige Zinsen, wir haben historisch einmalige Renditen und was Sie hier sehen, ist ein Indikator, den wir uns immer für die strategische Perspektive bei Mandanten und Kunden gerne angeschaut haben. Das ist ein Indikator der Europäischen Zentralbank selbst, der versucht, über meines Erachtens sehr nachvollziehbare
Bausteine, den systemischen Stress im Finanzsystem der Eurozone zu messen. Und Sie können sehen, nach dem massiven Anstieg im Rahmen der Finanzkrise, dann den ganzen Themen rund um Griechenland und Co., kam dann irgendwann Mario Draghi mit der Whatever it takes. Seitdem ist quasi dieser Stress quasi kollabiert. Und jetzt sind wir auf einem extrem niedrigen Niveau. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ja, die Kerninflationsrate ist unterhalb der Zielgröße der Europäischen Zentralbank. Auch die langfristigen Inflationserwartungen für 5 Jahre in 5 Jahren sind deutlich unterhalb der Zielgröße. Aber wir müssen uns doch die Frage stellen, was wird die Notenbank denn wirklich mal tun, wenn wir über finanziellen Stress im System reden, weil wir vielleicht im Bankensystem mal wieder wirklich erhebliche Probleme haben oder weil es einen exogenen Schock gibt aufgrund eines geopolitischen Ereignisses oder eines eskalierenden Handelskrieges. Also das ist schon sehr extrem und das erklärt vielleicht auch, warum wir so massive Zuflüsse in Rentenfonds haben, also in Fonds, die Anleihen entsprechend erwerben. Also man hat das Gefühl, wir sehen hier wirklich Hamsterkäufe, sprich alles nochmal schnell kaufen, wo noch eine positive Rendite draufsteht. Oder selbst wenn sie negativ ist, ach komm, schnell gekauft, weil vielleicht wird es noch negativer in der Zukunft. Und das ist natürlich ein Verhalten und eine Marktbewegung, respektive auch ein Investorenverhalten, was historisch wirklich einmalig ist. Also hier keine Blaupausen, die wir uns für die Zukunft entsprechend eben aus der Vergangenheit leihen können. Wenn wir in die USA schauen, klar, da hatten wir diesen einen Zinsschritt, aber die Märkte waren doch etwas enttäuscht und Sie sehen es auch hier mal beim Thema Renditen nochmal dargestellt. Für die Türkisblau hier die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, wenn Sie so wollen, die Butter- und Brotanlage im globalen Finanzsystem, Orange die 2-jährigen und da sehen Sie, wir hatten eigentlich bei rundem Niveau von 3,2% bei den 10-jährigen und die sind jetzt quasi wirklich implodiert. Das erklärt auch, warum die Kursbewegungen so stark sind. Und das ist ja auch, was wir in den Kapitalmarktdialogen immer wieder angesprochen haben. Rein von der Renditeunterschied hat es hier überhaupt keinen Sinn gemacht zu sagen, man kauft 10-Jährige, weil die Renditedifferenz zwischen 2- und 10-Jährigen, die war so niedrig, dass es unattraktiv gewirkt hat. Aber Anleihen reagieren eben immer stärker auf fallende Zinsen, je länger die Restlaufzeit ist. Das heißt, wer US-Staatsanleihen als Safe Haven, als Diversifikator im Portfolio-Kontext gesehen hat, der hat natürlich eher die langlaufenden Staatsanleihen entsprechend gewählt und die haben sich hier natürlich auch stärker entwickelt als die kurzlaufenden Papiere. Und Sie sehen es jetzt hier jüngst nochmal, die Entwicklung nochmal mit einem ordentlichen Schub entsprechend nach unten. Also wir sehen eigentlich den Mechanismus, den wir von Anleihen erwarten würden. Wenn die Aussichten schwieriger werden, wenn die konjunkturelle Dynamik nachlässt, dann sehen wir die Nachfrage nach Anleihen nach oben gehen. Das auch in diesem Zyklus, nur wir sehen eben ein sehr niedriges Renditeniveau und speziell auch in der Eurozone, wie eben dargestellt, sogar ein niedriges Renditeniveau. Und das, wo das enden soll, das kann Ihnen niemand realistisch sagen. Es gibt durchaus Marktteilnehmer, die erwarten, dass die 10-jährigen Bundesanleihen auf -2% fallen werden, wenn die Konjunktur sich jetzt nachhaltig abschwächt und die EZB mit entsprechenden Käufen reagiert. Dann wäre natürlich noch Luft, weil Sie haben es gesehen, wir stehen erst bei -0,5. Also das wirkliche einmalige Zeiten. Momentan, wir tun uns auch schwer damit, Anleihen zu kaufen, aber insbesondere haben Sie Anleihen, die vielleicht auch momentan noch ein bisschen günstiger sind, weil sie inflationsgebunden sind und Inflation momentan günstig gepreist ist. Also der Anleihenmarkt sehr, sehr heterogen, vielleicht sogar heterogener und komplexer als der Aktienmarkt. Dementsprechend, auch wenn es schwerfällt, Anleihen haben ihre Berechtigung im Portfolio, sei es aus Aspekten der Diversifikation, sei es aus der Liquiditätsaspekten, sei es eben darum, um gewisse Risikoprämien zu verdienen, die Sie eben mit anderen Anlageklassen nicht abbilden können. Aber ich glaube, man kann es im Fazit zusammenfassen. Die Zinswende, die haben sich viele Teilnehmer eher anders vorgestellt. Ja, dementsprechend, es kam jetzt doch anders, als man denkt. Wenn wir uns nochmal die Risikoaversion der Marktteilnehmer anschauen, auch das ein interessantes Thema, weil es hier keine Umfragen sind, sondern man schaut sich das bewusst an, wie sind die Vermögenspreise gepriced, also hier, wie gehen hier Risikoprämien, Spreads, Volatilitäten und ähnliches ein. Ein Indikator von der Citigroup, der Macro Risk Index für Long-Term-Betrachtung und da sehen Sie auch hier unten die kurzfristige Betrachtung im Vergleich zum Vormonat, da sehen Sie, es ging ordentlich nach oben, Sie können das hier oben sehen. Also sprich, nachdem wir Ende 2018 eine sehr hohe Risikoaversion hatten, abgeleitet aus den Marktpreisen und der relativ geringen Liquidität zum Ende des Kalenderjahres, haben wir dann ein sehr starkes Jahr 2019 gesehen, die Risikoaversion
hat sich eben deutlich positiver dargestellt. Und jetzt sehen Sie, ging es wieder einen ordentlichen Schritt nach oben. Und das, glaube ich, auch ein ganz interessanter Indikator, auf den man immer schauen sollte. Jetzt weniger, um seine taktische Positionierung kurzfristig danach zu richten, sondern im Gesamtkontext des Portfolios, im Wechselspiel vielleicht auch mit Stressindikatoren, die von der Europäischen Zentralbank, aber auch von lokalen Notenbanken wie der Kansas City Fed oder der Philly Fed berechnet werden, gleichzeitig die Diversifikation im Portfolio als Kennzahlen zu betrachten, dann kriegt man schon ein bisschen das Gefühl, wie der Markt sich momentan positioniert und wo vielleicht auch die Klumpenrisiken in der Struktur liegen. Das heißt, wenn wir es momentan im Gesamtfazit zusammenfassen wollen, dann muss man ganz klar sagen, eine globale Rezession ist aus den aktuellen Daten nicht herauszulesen. Also Abschwächung ja, Rezession nein, aber Sie haben es hoffentlich auch wahrgenommen, die Themen rund um den Handelsstreit, der in Kombination mit einem Währungskrieg zu sehen ist, das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Konjunkturaussichten der verschiedenen Marktteilnehmer, was wiederum Rückkopplungen auf die echten Taten der realen Wirtschaft hat. Wir haben das Thema Brexit, was immer noch vor sich hinschaut. Wir haben das Thema Iran-Konflikt. Also das alles nicht kalkulierbar. Deutschland, wir sind besonders anfällig. Auch hier muss die Botschaft ganz klar lauten. Wir sind da vielleicht in einer kleinen Wohlstandsblase drin. Auf der anderen Seite für die Portfoliokonstruktion, wenn Sie mehr als 3% Aktien aus Deutschland in Ihrem Aktienportfolio halten, dann sind Sie deutlich übergewichtet, weil Deutschland hat am globalen Aktienmarkt ungefähr 3-3,5% Anteil. Und wenn Sie da deutlich drüber liegen, dann haben Sie einen sogenannten Home Bias, dann sind Sie einfach viel zu stark in Deutschland investiert und das natürlich in den konjunktursensiblen Titeln, wie sie eben typischerweise in Deutschland gekauft werden. Das ist natürlich problematisch, weil natürlich hier die Entwicklung dann sehr, sehr schwierig ist aufgrund der Zyklik und der DAX. Da gibt es natürlich auch viele sehr handelbare Optionen und auch Termingeschäfte drauf. Das heißt, auch viele Institutionelle nutzen natürlich den DAX gerne auch als Index, um hier entsprechend sich abzusichern über Terminmarktkonstrukte. Insgesamt, ich glaube auch das, eine Aussage, die momentan dem Mainstream entspricht. Wir haben momentan viele Argumente, die für eine etwas defensivere Positionierung sprechen, wobei man sich hier natürlich die Frage stellen muss, was heißt defensivere Positionierung? Bedeutet das, die Aktienquote unterhalb der strategischen Position zu haben? Bedeutet das auch innerhalb der Aktienquote eher Aktien mit defensiverem Profil, sogenannte Low-Volatility-Aktien oder eben Quality-Aktien mit einem höheren, mit einer höheren Bilanz- und Gewinnqualität zu haben? Oder bedeutet das vielleicht auch die Aktienquote auf einem neutralen Niveau zu halten, aber beispielsweise Put-Optionen einzusetzen, also lieber eine Prämie zu bezahlen und dafür nach oben hin bei einer Erholung ohne Cap dabei zu sein. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was, ich will nicht sagen, in jeder Kundensituation anders umzusetzen ist, aber das muss man wirklich für die einzelne Position jedes einzelnen Anlegers durchdenken, weil defensiv bedeutet für jeden von Ihnen etwas anderes, genauso wie auch Risiko für jeden von Ihnen etwas anderes bedeutet und das muss man dementsprechend auch objektivieren. Unser ÖPOS Modellportfolio, die Kunden unter Ihnen wissen das, wir haben verschiedene Modellportfolios, die wir als Ausgangspunkt nehmen, um Anlagestrategie mit Ihnen zu diskutieren. Wenn wir momentan dieses ausgewogene Portfolio betrachten, dann hat das momentan, wenn man es netto rechnet, ungefähr 40% Aktien. Dort liegt eben der Fokus auf Qualität und auch geringerer Volatilität. Hier haben wir noch einen Put mit drin, der natürlich von der steigenden Volatilität profitiert. Und im Anleihebereich geringe Kreditrisiken, weil wir glauben, man bekommt sie nicht ordentlich bezahlt. Fokus auf Qualität, auch das natürlich ein Thema. Breite Streuung und vor allem auch liquide Instrumente, um eben hier entsprechend flexibel handeln zu können und insbesondere auch stärkere Bewegungen an den Märkten nutzen zu können, eben zu rebalancen und dann eben Quoten beispielsweise im Bereich der wachstumsorientierten Vermögenswerte aufstocken zu können. Ansonsten, ich glaube, das ist die alte Botschaft, aber sie ist in verrückten Zeiten, man kann es nicht anders sagen, wichtiger denn je, die beste Antwort auf die vielfältigen Risiken. Die bleibt eine diversifizierte Depotstruktur und kann Ihnen sagen, Diversifikation, Risikostreuung, also eine echte Risikostreuung ist aktuell schwieriger zu erreichen als ich glaube, je zuvor. Wir haben, wenn Sie den Diversifikationsgrad, den Risikostreuungsgrad von Aktienindizes messen, also dem, was statistisch möglich wäre und das, was der Index aufgrund der aktuellen Gewichtung und der marktkapitalisierungsgewichteten Berechnungsmethode bietet, haben wir momentan eine extrem schlechte Risikostreuung. Wir sehen gleich ausgerichtetes Verhalten von vielen Anlegern, was natürlich auch ein bisschen Herdentrieb darstellt, aber
was natürlich auch bedeutet, dass wenn die Meinung sich ändert, alle durch die gleiche enge Tür wollen und dann haben sie natürlich Liquiditätsthemen, die sich sofort auch entsprechend in ordentlichen Abschlägen bei den Preisen hier zumindest temporär niederschlagen. Klare Regeln für das eigene Verhalten in Stressphasen, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, das beste Portfolio, was handwerklich effizient mit den günstigsten und sinnvollsten Instrument umgesetzt ist, das nutzt natürlich überhaupt nichts, wenn Sie Ihre Positionierung ständig umbauen, weil Sie heute was zur positiven Konjunktur lesen, morgen was zur negativen Konjunktur, übermorgen irgendeinen Börsenguru haben, der von dem nächsten Crash erzählt. Eine Woche später haben Sie den Guru, der Ihnen jetzt von der Lifetime Opportunity am Aktienmarkt erzählt, weil die Zinsen ja so niedrig wären. Also das bringt Sie nicht wirklich weiter, von daher trennen Sie ein bisschen zwischen Infotainment und dem, was für die eigene finanzielle Situation sinnvoll ist. Unser Angebot, auch das kennen Sie, ich will es nochmal erwähnen, weil wir natürlich auch immer die Motivation haben, unsere Kundenbeziehungen entsprechend zu vertiefen, respektive neue Kundenbeziehungen zu gewinnen. Also ein Beispiel auf das Angebot sieht so aus, Abgleich des bestehenden Depots mit unseren Modellstrategien, professionelle Begleitung bei allen finanziellen Fragestellungen von der Finanzierung über die Vermögensstruktur bis hin zur Nachfolgeplanung auf die Kindergeneration oder die Enkelgeneration, auch die Koordination der rechtlichen und steuerlichen Themen mit Ihren Beratern oder mit fachlich versierten Beratern aus unserem Umfeld. Insgesamt ein Thema, was meines Erachtens oft vernachlässigt wird, das Thema Steuern und Recht. Da bleibt viel Geld auf der Straße liegen, respektive da wird innerhalb der Familienstruktur vielleicht mehr Stress erzeugt, als notwendig wäre. Dann die der regelmäßige Abgleich der persönlichen Planung mit dem Umfeld. Ich glaube, das wichtiger denn je aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen. Und wir sind deutschlandweit aktiv, weil wir natürlich Online-Konferenzsoftware und Ähnliches nutzen. Auch Software, die es ermöglicht, zeitgleich in der gleichen Finanzplanung zu arbeiten. Also wirklich, wenn ich da an meine Anfänge von vor 20 Jahren in der Branche zurückdenke, wenn man sieht, was heute alles möglich ist, auch Technik, dann ist es wirklich sehr positiv. Auch das möchte ich nochmal erwähnen, dass die Fortschritte in der Investmentindustrie sind durchaus auch sehr positiv für den Kunden, wenn man die Werkzeuge nutzt. Sie können heute für laufende Anlagestrategie Kosten von 0,25% für Portfolios, ich weiß nicht, ab 50.000 Euro Strategien umsetzen. Da haben Sie vor 20 Jahren, hätten Sie, glaube ich, 10 Millionen Volumen gebraucht und Sie hätten nicht die Konditionen bekommen. Also wirklich auch von der Seite her, das wirkte durchaus sehr positiv. Also, neue Herausforderungen, dafür auch neue Instrumente. Ich denke, insgesamt die Situation, die wir momentan hier gemeinsam erleben, die spricht dafür, seine finanziellen Entscheidungen zu professionalisieren. Und hierzu wollen wir uns natürlich gerne auch als Ihr Ansprechpartner, als Strategieberater für alle finanziellen Fragestellungen empfehlen. So, meine Damen und Herren, ich würde jetzt die Aufzeichnung beenden. Diejenigen, die uns verlassen, denen wünsche ich einen schönen Abend. Und alle anderen lade ich noch ein, jetzt hier entsprechend Fragen zu stellen. Ansonsten machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.